Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter und heute in Ebene 3, die wir gestern schon auszusehen angefangen haben. Wir haben gerade eine Kiste geöffnet gestern und wir gucken mal, sendet ein Gegenstand direkt in den Laden. Gegenstand geht kaputt. Davon haben wir ja schon mal einen nach Hause geschickt. Hier, du kommst dann mal dahin, ich werde sowieso sterben, das wissen wir alle. Also, ganz ehrlich. Oh Gott. Ich schmeiß dich runter, Junge. Verdammt, er ist eingesperrt. Ich jetzt auch. Toll. Nein, oh Gott, das... Ich hasse euch alle. Und dabei könnte ich einfach weitergehen. Ernsthaft? Gott, ich will doch nur die Truhen haben. Weißt du was, ich gehe weiter. So soll er sich da an Keks freuen. Warum der Schleim? Oh Gott, ich hasse die. Ich hasse euch alle. Oh, ich wäre fast gestorben. Gib mir die Truhe. So, zerstört bei Rückkehr ein Gegenstand. Okay, du kannst darüber. Gegenstand 800.800 wurde. Okay. Ich weiß aber nicht, das war ein 5er-Stack, ne? Packen wir das erstmal hier hin. Okay, Gegenstand wird zerstört. Bup. Aber du warst auch recht wertvoll, ne? Was geht so? Aber du bist natürlich um einiges wertvoller. So, wird Gegenstand zu diesem. Du bist wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll, ne? Oh ja. Oh ja. Dann machen wir es doch glatt so. Und du warst was? 800. Ach, alles so gut. Ist alles so gut, Freunde. Sehr schön. Du bist ein Fluchaufheber. Oh, warum nicht? Ich habe noch einen Heiltrank, ne? Es wäre Stufe 3. Aus dem nächsten Dungeon. Wenn ich da reingehe, bin ich tot. Oh, mein Freund, du bist jetzt tot, ey. Hör auf, mich zu quälen. Nur ein einziges Mal. Okay. Dich einfach nur. Ich dich hasse. Das ist der Brunnen. Ich muss das jetzt schaffen, ohne Schaden zu nehmen. Ernsthaft? Leute! Ich kann dich einfach vergiften, damit habe ich kein Problem. Komm näher! Du machst ganz seltsame Sachen. Oh. Danke, ich habe meinen Heiltrank nicht verschwenden müssen. So, Flucheffektaufheber, ja? Was machen wir da jetzt?
Wieso seid ihr nicht zusammen verbunden? Dann möchte ich gerne diesen Fluch hier aufheben. Oh, 4 Vasen, nicht schlecht. Und dann gehst du darüber. Oh, ich verkaufe mich sofort, meinetwegen. Was mache ich denn jetzt? Komm, der rote Schleim kann weg. Weißt du was, ganz ehrlich? Du kannst weg. Und du Einzelstück kannst auch weg. Sehr schön. Wir haben da oben noch eine Truhe, ne? Da rechts meine ich. Dann gehen wir da gleich hin. Wer sind diese Leute? All unser Wissen und unsere Technologie helfen uns nicht dabei, herauszufinden, wer hinter all diesen Missetaten steckt. Wir müssen uns darauf konzentrieren, das LFI-Zell-Serum fertigzustellen. Das Schicksal unserer Welt hängt davon ab. Warum? So, gucken wir mal auf die Karte. Wir haben jetzt nur noch rechts hier die Truhe, ne? Ja, dann können wir zurück danach. Willst du nicht durch Gift sterben? Du lebst ja noch! So, hä? Achso, das ist noch ein Schleim. So, letzte Truhe. Wir haben einen Fluchaufheber und ein Item, was nach Hause geschickt wird. Wie machen wir das jetzt? Kann ich davon schon irgendwas tragen? Also, was will ich nach Hause schicken? Das ist die erste Frage. Du warst ziemlich wertvoll, ne? Aber du bist alleine. Tut mir leid, du musst weg. Okay, ich schicke nach Hause und zwar... ein 5er-Stick. Bitteschön. Dann möchte ich auflösen. Yep. Oh Gott! Viel zu verwirrend. Sag bloß, ich kann sie jetzt nicht mehr stacken, weil ich sie auseinandergenommen habe. Das ist ein Fluch. Da muss einer weg davon. Das war ziemlich wertvoll. Okay. So, dann können wir das nämlich rübernehmen, das rübernehmen. Die Pflanzchen hier verkaufen. Und das rübernehmen. Da muss aber noch was weg. Irgendwas muss weg, Freunde. Was ist wertvoller, die Rübe oder das? Okay. Es ist so schwer. Ich hab genug von den Kristallen, ganz ehrlich. Oh, es war nicht leicht. Puh. Wir haben ordentlich was besiegt. So, dann müssen wir bald wieder rüber rushen. Ich will auf jeden Fall das Schwert irgendwie fertig kriegen, bevor ich an den Boss gehe. Und einfach reingucken will ich auch nicht. Sonst lasse ich mich spoilern, was das für ein Boss ist.
So. Wir haben genug Rüben und alles Mögliche. Wieso habe ich ja nichts da reingetan? So, zack, 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 zack. Alles rüber da. Und wir haben das Ding, um unsere Rüstung zu verbessern. Nice. Sag ich doch. Unnötig gewesen. So unnötig. So, du wurdest hierher transportiert, du auch. Da ist noch was, was rüber transportiert worden ist. So. Gut. Vollgesteckt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Verkaufsfeeling. So, vollgesteckt. 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 Ah, nice, das hat sich gelohnt. So. Kurz prüfen. 1500 ist in Ordnung. 1800 ist in Ordnung. Wir können eigentlich noch ein bisschen was rausfischen, ne? So, 100. Botaniker-Notizen. Dafür will ich 2500 haben. Go, gib ihm, ey. Gib ihm, ey, gib ihm. So, sehr schön, das hätten wir. Ach, 2.000, 3.000. Ups. Was kam zuerst? Ah, das ist Botaniknotiz 1. Die ist am wertvollsten. So, wird schon passen. So, das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Die Rüben. Rüben, Rüben, Rüben. So, 1800. Okay, die habe ich noch gar nicht verkauft. Oh, ich bin mir 100% sicher, dass ich die schon mal verkauft habe. Okay. Der Rest kommt in den Ramsch. So, verdienen wir mal unser Geld. Das gibt richtig Kohle, Leute. Hui. Da freut sich schon der Erste. Ach. Glückliche Kunden sind die besten Kunden. Da müsste er auch zufrieden sein. Ey, Moment, das ist eine Wertsteigerung, ne? Na egal, zu spät. Okay. Er hat das angeguckt für 3000, hat sich gedacht, nö. Halt, das ist ein Dieb. Na, was willst du klauen, Kleiner? Am Arsch. Scheiß auf deine Kinder, auch wenn sie verhungern. Meine Rüben kriegst du nicht. Ich hoffe, die verrecken, die kleinen Biester. Okay. Das scheint zu teuer zu sein für 2500. 2200. Und darüber hat sie sich auch nicht gefreut? Oh doch, doch, alles gut. Die Urne wird gekauft. Da wird das Geld eingenommen. Gut, der Händler ist schon mal drin und fasst das Teleport. Hey! Soll's kaufen und nicht klauen. Hallo, wollt ihr auch mal was kaufen? Die stehen hier nur rum. Da freut er sich. ...2500 ist noch zu teuer. Die Rüben sind gut. Guck mal, hier die Rüben mit 2200 habe ich richtig gut eingeplant. Hm? Achso, die habe ich dann noch nicht verkauft. Haha. Da wurden gleich beide mitgenommen.
Aber wenn die Rüben 2200 wert sind, ne? Ja, 2400, aber locker. Dann haben wir hier nämlich 2100, 2200. Fuftsch. Oder seid ihr dieselben? Oder ihr seid dieselben? Na, freuen sie sich. Siehst du mal, direkt richtig angepackt. Was ist mit euch los? Was? Könntest du mir innerhalb von 3 Tagen 5-mal modifizierte Samen bringen? Okay. Stoffrankling-Notiz. Es gibt ein Monster namens Stoffrankling-Notizen. Ist doch kein Monster. Das Notizen bei sich trägt. Würdest du mir 10 davon bringen? Okay. Ja, schon, was stehen die denn da an? Nein, und ich habe das Zeug verkauft, was er haben wollte. Lustig. Das ist richtig lustig. Komischer Typ, wie bist du hier? Das ist schon der beste Dieb gewesen. Aber geklaut hat er trotzdem nichts. So, könnt ihr mal den Rest mitnehmen? Toll. Wie soll ich denn das verkaufen, wenn du das ständig versuchst zu klauen? Oh, 100.000. Da können wir uns gleich ein paar Upgrades kaufen, Freunde. Kann sich das hier jetzt mal jemand angucken, so zum Schluss? Ja, perfekter Kandidat. Du willst das bestimmt haben, ne? Ja, sehr schön. Ja, verkauft. Ich schließe. Dann muss ich gucken, wie ich die Quest abgeben kann. Da, modifizierte Samen. Seht ihr das? Naja. So, jetzt müssen wir eh bis tags warten oder wir upgraden irgendwie unsere Sachen. Es kostet 44.000. Okay, wir kaufen uns zuerst den Händler und kaufen uns die Items, die er hat. Bevor wir in Rüstung investieren. Bevor wir in Rüstung investieren, möchte ich auch eigentlich gerne ins Schwert investieren. Ganz ehrlich. Und dann die Rüstung. So, Wunschliste, da könntest du mir innerhalb 2 Tage verbleiben. 15.000 kriege ich dafür, 24.000. Oder kommt er dann zu mir oder wie sieht das aus? Was werden wir dann erfahren? So, Shop, ach stimmt, die Kasse. Hat sich gelohnt. Oh, ich hab die geilste Kasse jetzt. Oh, die Goldkasse. Was sehen meine müden Augen? Ein Händlerkollege. Du musst will sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Danke, dass du mir geholfen hast, meinen Stand in Rinoka aufzuziehen. Nenn mich Alan. Meine handgefertigten Dekorationen erinnern die Leute daran, wie kunterbunt und lebendig das Leben sein kann. Wenn du Dekorationen für deinen Laden suchst, schau beim Wanderkrämer vorbei. Ein erholsamer Quell mit energetischem Wasser aus dem Golem-Dungeon. Erhöht die Wartezeit der Besucher in der Warteschlange. So lange müssen die doch gar nicht warten. Erhöht die maximale Anzahl der Besucher des Shops. Ich will mehr Geld. Verlängert die Öffnungszeiten des Shops. Das ist schon cool. Jeder Besucher legt seiner Zahlung ein großzügiges Trinkgeld bei. 20%. Bitte, Dankeschön.
Kann ich davon mehr kaufen? Ich will meinen ganzen Laden damit voll pflastern. Ah, wo ist die jetzt? Oh. 110? 130? Kann ich noch mehr irgendwo aufstellen? Aber ich kann nur die beiden, ne? Aber kann ich noch so ein Kristall kaufen? Das wäre ja noch mal ein paar Prozente mehr, ne? Muss man, kann man nicht nein sagen, oder? Oh, ausverkauft. Erhöht die Geschwindigkeit der Besucher, erhöht die maximale Anzahl der Besucher des Shops und jeder Besucher legt seiner Zahlung ein großzügiges Trinkgeld bei. Bitte, Dankeschön. Ich bin reich. Ihr könnt mich alle mal. Oh, wir haben jetzt richtig die Prozente bekommen, Leute. Alter Schwede, hier. Nein, was? So, was kostet mich ein Upgrade? Ach, kann ich gar nicht. Ich muss erstmal den Dungeon abschließen, ne? Weil wenn ich dann den Laden nochmal upgrade, kann ich noch mehr machen. Ist das cool? Ja, da freue ich mich schon drauf, Freunde. Da freue ich mich schon drauf. So. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie viel Zeit schon um ist. Ich würde einfach glatt behaupten, wir sehen uns erstmal unten bei den Tränken um und dann beenden wir die Folge. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie lange ich schon aufnehme. So, Tränke. Gib mir davon. Gib mir alle. So, okay. Dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Wir gehen in den Dungeon, werden uns reich sammeln. Wir kriegen jetzt richtig viele Prozente. Wie viel waren das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, jetzt müssten wir 140% bekommen. Das ist schon einiges. Sogar mehr wegen der Kasse. Okay, haut rein, ciao.